Schubi, ich glaube, da hinten sind auch noch ein paar schwarze Goblins. Sehr schönes Brummen. Wo ist das? So, das hatten wir doch. Stachel gelernt, das haben wir schon vor langer Zeit. Die Rezepturen mit 1. Das Balsam des Sehens. Dazu wird ihm Galle auf die Augen gestrichen. Galle ist bitter im Geschmack. Wird dieses Bittere auf das Auge genommen? Das heißt, schauen wir das Bittere an. So schwächt daraus, so erwächst daraus Weisheit. Wir werden sehend. Bitterkeit und Weisheit schließen einander aus. Sie sind gegen Pfote. Pole. Himmel, ja, gut. Pole. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter. Die Weisheit aber ist die Trösterin in jedem seelischen Schmerz. Bitterkeit und Weisheit bilden eine Alternative, wo Bitterkeit, da fehlt die Weisheit. Und wo Weisheit, da gibt es keine Bitterkeit. If you say so. Nur gerade Sorgen, wo ich Bolzen herkriege. Aber ich glaube, im neuen Lager finde ich ein paar mehr Händler, die sowas haben. Ich weiß nicht, was hier mit unseren Händlern passiert ist, ehrlich gesagt. Oh, du hast es platt, wa? Ja. Ja, hab ich schon wieder in die Taste. So, genau. Aber irgendjemand hatte was mit Bogen. Das war der Typ da unten. Wir werden langsam richtig gut darin, die platt zu machen. Hallo. Ja, nur super gut. Das war ja jetzt gemein, ey. Die war so mutig. Oh Mann. Das ist doch fies jetzt. Ich weiß schon besser. Tief durchatmen, dann wird das auch. Ach ja. Da bin ich mir unsicher, ob wir das. Hi. Ob wir das bereits schaffen? Das sind nämlich ein paar mehr da unten. Super tolle Erfahrungspunktequelle. Aber da wäre es
Da wäre es tatsächlich mal günstig, wirklich gut. Hoppala. Ich habe dich noch nicht getötet. Ich habe dich noch nicht Du getötet. wirst wenig Zeit haben. Ich glaube, das muss ich machen. Das kriegen wir gleich raus. Ich will mich halt gerne nur vorher. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Läuft fort. Aber das können die von mir aus, ist mir egal. Ja, das ist halt irgendwie auch scheinbar eines der Dinge, wo aus irgendeinem Grund bisschen was fehlt an Quest. Ist kein vorhanden. Jetzt so ähnlich wie diese eine Höhle, die wir auch hatten im neuen Lager. Ja. Keiner weiß. Ja, genau, das ist ein bisschen unfair, find's nicht. Wie soll ich denn da hochkommen, ohne dass er mich abschießt? Kannst du schleichend da hoch? So, mal gucken. Wäre ja eine Möglichkeit, also. Was weiß ich denn schon? Boah, wie schön der Himmel aussieht, ey. Nee, kannst vergessen, ey. Wie komme ich zu dem hoch? Man müsste hier irgendwie. Yo! Der greift mich schon mal an. Das ist ja schon mal nice. Also überhaupt nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich da hochkommen soll, ganz ehrlich. Wie mache ich denn das denn? Also sag mir mal, ich habe Feuerbälle. Kostet auch nicht viel. Visieren müsstest du ihn schon. Ja, das bringt's ja voll, ey. Naja, vielleicht. Oh. Glückstreffer, würde ich sagen. Oh. Wow. Ich bin's gut getroffen. Das würde ich gerne nochmal wiederholen. Also ich speichere das mal kurz. Oh. Aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Weil das. Boah, hast du gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Alter, wir haben sogar getroffen aus der Entfernung. Na gut, wir haben keine beschissene Geschicklichkeit. Das muss man dazu sagen. Das stimmt wohl. Ha! Das könnte funktionieren. Gut, dass wir Jackals Armbrust haben. Die könnte hier echt hilfreich sein. Ich meine, gut, wir haben nicht ganz 150 Stück, aber es könnte ausreichen, um hier alles so weit Platz zu machen. Da müsste man sogar gucken, ob ich vielleicht sogar schon. Also wir kriechen quasi da rauf und fangen dann an, die abzuschießen.
müsste mich hier vielleicht sogar auf das Dach da kommen. Ich meine, klar, viel halten wir jetzt immer noch nicht aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da relativ schnell bei verrecken, ist relativ hoch. Aber es ist ein Versuch wert. Herzlich willkommen zurück zu Scheiße bauen mit GameCat. Ja, das könnte man so nennen. Die macht einfach Spaß. Hast du eine. Oh, hallo. Ja, denkst so, ja, kann ich jetzt eigentlich wieder kommen oder Luft und rein sein? Nee. Shit, der ist immer noch da. Verdammt. Müssen wir mal gucken, dass wir hier lang schleichen. Baller. Schleichen können, aber in der Regel sehen die uns hier. Oh, guck mal, wie gut das aussieht. Ja, also nicht, wenn ich da jetzt lang zitter, aber. Also nicht, dass sie was sagen, wenn die uns sehen, aber ich behaupte mal gerne, noch sehen sie uns nicht. Wie weit wir gucken können, oh meine Güte. Naja, nicht so viel glitschen, nicht so viel glitschen. Okay, jetzt verstecken wir uns hier hinterm Bau. Dann speichern wir mal kurz. Ich glaube, es ist ein bisschen zu weit weg. Mal sehen wir. Ja. Gut, Wahnsinn! So leicht hatte ich das noch nie. Ich bin sonst, naja, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, logischerweise mit der Axt dazwischen gegangen. Ist jetzt gerade nicht notwendig. Ich kann mich hier so ein richtig guter Sniper. Also Quentin. Ja, der hat einen Namen, aber er ist. Er ist ohne Sinn und Verstand. Die greifen einen halt einfach an. Gerade aus Versehen jemand anderen getötet, kann das sein? Oh, das war's! Oh mein Gott, naja, nicht ganz. Aber fast. Ich fass es nicht. So leicht war das noch nie. Noch nie. Das ist eigentlich echt bockenschwer. Also, es ist eigentlich auch generell total cool hier. Und irgendwie so, boah, total versteckt. Was ist das? Und es ist ein bisschen enttäuschend, dass die einfach alle nur angreifen und irgendwie nichts dahinter ist. Aber es gibt garantiert eine Mod dafür, die das wieder ausbaut. Habe ich jetzt aber nicht. Safe. Ich will Blut sehen. Ich will mal. Mag sein. Dann muss erst mal gucken, ob Blut noch. Doch, da ist noch einer. Boah, ich bin echt.
ich nicht schlecht abschießen. Ich hätte gedacht, es geht viel, viel, viel schlechter. Nicht so gut. Ist ja fast jeder Schuss ein Treffer. Ja, guck dir das mal an. Das mit 45. Wow. Okay. Meinung geändert. So scheiße ist das gar nicht mit der Armbrust und der Geschicklichkeit. Das geht sogar erstaunlich gut. Wir sollten ganz kurz trotz allem guten Abend essen. Und dann können wir alles looten. Das ist Wahnsinn. Wir sind aufgestiegen. Also wir hätten wieder ein bisschen Punkte übrig für... Oh, das wird so lustig. Wenn es wirklich im neuen Lager ich die Möglichkeit habe, an Bolzen zu kommen, dann können wir die Mine sehr gut ausnehmen. Ich meine, gut, jetzt wird es wahrscheinlich auch mit dem Bogen sehr viel besser klappen. Macht zwar weniger Schaden, aber dafür haben wir 1500 Pfeile. Damit sollten wir so relativ weit kommen und halt auch... Boah, gut, das Mann, Alter, ist nicht wahr. Oh mein Gott. Das lief gut. Das lief wirklich, wirklich gut. Und wir sind noch aufgestiegen, was mich sehr glücklich macht. Baller. Langbogen, Pfeil, Pfeil, Quentin. Das erste Mal, als ich das hier gesehen habe, war ich komplett verwirrt. Weil ich war sogar Mitglied des neuen Lagers und habe dann halt aber nicht erwartet. Wieso greifen die mich an? Hab ich das wirklich gecheckt. Ich habe halt nur irgendwann tatsächlich einfach mal gelesen, dass da steht Räuber und nicht irgendwie Bandit oder sonstiges. Dann war mir doch irgendwie klar, ah ja, gut. Das sind Feinde. aber ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Dass mich versteckt und so. Das ist halt immer noch cooles Easter Egg, was man halt nur findet, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Du hast ja gesehen, es ist wirklich nur so eine kleine Nische. Die ist auch nochmal mit so ein paar Holzbrettern zugemauert. Man sieht es also in der Regel gar nicht so offensichtlich, dass hier was ist. Ich will schon Bögen vor lauter Schreck fallen lassen. Ich komme nicht ganz drüber hinweg, wie wahnsinnig einfach das war, weil das ist es eigentlich nicht. Aber gut, jetzt weiß ich, hab ich wieder was dazugelernt. Na, Mann. Weil, ne, du kannst dir bestimmt vorstellen, wenn du hier einfach nur reinrennst, die sehen dich alle. Das war immer ein großes Problem für mich, hier tatsächlich alles aufzuräumen. Und das hat jetzt irgendwie keine 5 Minuten gedauert und die sind alle platt. Ja. Okay. Was ist schon mal gut? Also ich dachte halt wirklich, dass es so ist, dass die, dass man erst besser wird im Treffen, wenn man wirklich die Bogen bzw. die Fertigkeit lernt für den jeweiligen Fernkampf und nicht, dass halt die reine Geschicklichkeit schon genügt. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut. Alles platt gemacht. Wahnsinn. Wieder ein Level aufgestiegen. Hier ist Level, sind wir jetzt 13. Also wir könnten dann jetzt den Rest auch wieder in Stärke einsetzen. Was tatsächlich auch irgendwie mein Ziel ist, weil viel mehr jetzt Überlebende kann gerne bleiben. Der belustigt mich.
Ja, wohin der rennt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ihm zu verfolgen, der läuft halt ein bisschen zu schnell dafür, dass das geht. Aber wir können, irgendwann können wir auch mal Geschwindigkeitstränke trinken. Dann können wir ihn einfach mal verfolgen und gucken, wo der eigentlich hinläuft. Das ist doch eine nette Idee. Erinnere mich dran. Ich kenne mich. Ich vergesse das einfach wieder. Jetzt bin ich gespannt. Die Goblin-Krieger, ob ich die auch abschießen kann. Ist wahrscheinlich aber irgendwie zu klein, ne? Das, ja, also ich fühle mich jetzt ein bisschen unbesiegbar, ehrlich gesagt. Ich bin auch fast gewillt, nochmal einen Schattenläufer auszuprobieren. Ei, na ja, gut, da ist auch ein Troll dabei. Das ignorieren wir mal kurz, den Teil hier. Ich will natürlich eigentlich die Goblins ungern da liegen lassen. Das wäre traurig. Wir speichern mal kurz. Ich will mal gucken, wie weit ich komme. Ja. Genau, kommt bitte alle. So, ist fein. Das war übrigens sarkastisch gemeint mit kommt bitte alle. Ja. Aber wir gucken mal, ob das mit der Armbrust besser klappt. Sprich ja nur abhauen, so schnell ich kann. Und dann komme ich einfach wieder und vermöge euch weiter den Hof. Ja. Genau so nämlich will ich das machen. So. Ich meine, gut, an 1000 Pfeile komme ich dann irgendwie immer noch nicht. Aber man könnte auch gucken, ob ich aus irgendeinem Grund im Sektenlager auch nochmal was Ähnliches finde. Was ich nicht ganz glaube, weil das würde wenig Sinn machen. Aber versuchen kann man es. Der Troll bringt übrigens 1000 Erfahrungspunkte, aber ich möchte den einfach jetzt nicht platt machen, weil ich es sage. Nein, die beiden sind in der Regel nicht befreundet. Oh, schnell ist er auch noch. Genau, dann haben wir das auch geschafft. Mit unserer Armbrust. Ich bin erstaunt. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn die uns zu nahe kommen. Die machen uns ziemlich blöd. Wieso sind denn jetzt da noch? Immer wieder erstaunt, wo ich hier noch Gegner finde.
Ja, und doch, an jeder Ecke findet man hier noch irgendwo was. Ist immer schade, dass die Höhlen immer leer sind. Ich meine, ja gut, das sind einfach die Behausungen von den Viechern, aber trotzdem. Ich brauche hier irgendwas, um mich aufzuregen, nicht wahr? Ja. Juti. Ja, wie gesagt, ne, dann ist es jetzt an der Zeit für uns in das alte Lager zu gehen und dort mal ein bisschen aufzuräumen. Und wie gesagt, ich bin jetzt sogar fast der Meinung, mit so einer Armbrust könnten wir sogar den ein oder anderen Schattenläufer ein bisschen platt machen. Ich glaube einfach nicht, dass es überhaupt irgendwas gibt, was gegen die Armbrust gut geschützt ist. Weil das ist ja tatsächlich der Knackpunkt. Ne? Auch später, wenn wir wirklich gut gerüstet sind. Oh, hallo! Wenn wir wirklich gut gerüstet sind, haben wir immer noch das Problem, dass dieser Schutz vor Geschossen Katastrophe ist. Das würde ich jetzt ganz gerne testen. Nicht wahr, Alter. Ganz wütend. Ja. Auch platt gemacht. Meine Güte, das ist ein bisschen OP. Okay. Das ist der absolute Oberhammer. Mind blown. Da kannst du mal sehen. Es ist immer eine gute Sache, Dinge auszuprobieren, die man vorher noch nicht ausprobiert hat. Weil genau aus dem Grund. Es könnte sein, dass das eine wirklich, wirklich mächtige Waffe ist. Ist ein Trank? Einer. Jo. Jo. Gestrüpp ist immer noch so eine Sache, ne? Wenn wir schnell genug, weit genug laufen können. Okay, also wir gehen erst in das alte Lager. Alter, ich verliere hier komplett die zeitliche Übersicht. Das ist halt genau das, was ich meine. Ich habe hier einfach ständig irgendwie problemlos neue Wege, die ich gehen will. Das ist einfach eine Endloszirkel hier. Ich muss jetzt auf einen Cut machen. Ich muss morgen arbeiten. Das ist jetzt schon nach Mitternacht. Nenne ich es einfach mal so. Genau. Ich freue mich, wenn ich dich dann beim nächsten Mal sehe. Also, bis dahin. Ciao. Ne, Moment, noch nicht ganz. Bevor du gehst, du hast gesehen, ich habe mich noch nicht für eine Firma, sage ich schon, oh Gott, für ein Lager entschieden. Und es wird auch noch ein bisschen dauern. Das heißt, noch hast du die Chance, was zu sagen, sofern ich die Sachen hochlade, bevor ich mich entschieden habe. Genau. Na, aber ich will dir trotzdem die Chance geben. Also, bis dahin. Ciao.